Drei Schüsse und 45 Sekunden reichten, um die Welt zu erschüttern. Der Tod von John Fitzgerald Kennedy auf der Dealey Plaza in Dallas gehört zu den umstrittensten Ereignissen der amerikanischen Geschichte. Dutzende Kameras hielten an jenem Tag die Bilder der Tragödie fest, banden den Mord am 35. Präsidenten der USA auf Zelluloid. Wie kann es also sein, dass bei so vielen Kameras kein Nachweis gelang, wer die tödlichen Schüsse abfeuerte? Ein Radioreporter berichtet live vom Besuch des Präsidenten. Plötzlich bricht sein Bericht ab. Ich war im Auto und hörte dieses Bang! 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 Just about like that. 22. November 1963. John F. Kennedy und seine Frau Jackie sind auf dem Flugplatz Love Field im texanischen Dallas gelandet. Wie auf allen Reisen kurz vor Beginn des Wahlkampfs begleitet David Weekman, Kameramann im Pressestab des Weißen Hauses, das Präsidentenpaar. Wir saßen etwa im siebten Wagen und planten, die Zuschauermassen zu filmen. Unser Fahrer wollte uns Bescheid geben, sobald wir das Stadtzentrum erreichen, wo mit vielen Menschen zu rechnen war. Mit Zwischenfällen war jederzeit zu rechnen. Jemand hätte ihm Rosen schenken oder auch mit Eiern auf ihn werfen können. Meine Kamera musste also immer einsatzbereit sein. Auf dem Weg zur Dealey Plaza fährt die Wagenkolonne mit Weekman durch die Main Street und Houston Street, um dann scharf links in die Elm Street einzubiegen. Nur wenige Meter weiter, unterhalb eines Lagerhauses für Schulbücher und gegenüber einer Grasböschung, treffen den Präsidenten die tödlichen Schüsse. Den dritten Schuss konnte ich geradezu körperlich spüren und wusste, das waren keine Knallkörper gewesen. Ich entschloss mich, nach vorn zu rennen. Der Wagen fuhr mir nicht schnell genug. Ich ließ die Kamera eingeschaltet, um zu drehen, was um mich herum geschah. Noch hatte ich kein bestimmtes Motiv vor Augen. Dann sah ich Menschen auf dem Boden liegen. Ich stellte mich in Position, sah durch den Sucher und drehte eine ruhige Einstellung von den Leuten. Endlich hatte ich ein Motiv. Und dann filmte ich da drüben noch einen Mann mit einem Jungen. Das war alles. Mit Höchstgeschwindigkeit wird Kennedy ins Parkland-Krankenhaus transportiert. Um 13 Uhr erklären die Ärzte den Präsidenten für tot. Eine Kugel hatte seinen Kopf getroffen. Sofort läuft eine Großfahndung an. Innerhalb nur einer Stunde wird der 24-jährige Lee Harvey Oswald verhaftet. Der mutmaßliche Täter arbeitet in dem Lagerhaus für Schulbücher, dem Gebäude, aus dem die tödlichen Schüsse angeblich abgefeuert wurden. Oswald kann sich vor Gericht nicht zu den Vorwürfen äußern. Zwei Tage nach dem Attentat wird er von einem Nachtclubbesitzer namens Jack Ruby erschossen. Es klingt banal, aber jeder erinnert sich doch genau an den Tag, als Kennedy starb. Danach war alles anders. Das ganze Land, das eigene Leben, nichts war mehr so wie vorher. Pearl Harbor, Kennedy-Mord, Challenger-Katastrophe, 11. September, Columbia-Absturz, all das waren einschneidende Momente. Und die Lehre daraus ist, dass auch wir Amerikaner verwundbar sind. Wir steckten mitten im Kalten Krieg, in der Bürgerrechtsbewegung und am Beginn des Vietnamkonflikts, als die Kugeln des Mörders unser Land führerlos machten. Eine entscheidende Frage bleibt nach wie vor offen. War Lee Harvey Oswald wirklich der einzige Schütze, wie es das offizielle Untersuchungsergebnis behauptet? Oder gab es an jenem Tag mehr als nur einen Täter? Die Beweisstücke und Bilddokumente sind seit Jahrzehnten umstritten.
Eine Theorie legt nahe, die Schüsse seien von einem Einzeltäter aus dem Lagerhaus abgefeuert worden. Die tödliche Kugel hätte demnach den Präsidenten von hinten getroffen, über eine Distanz von mehr als 80 Metern. 1979 ergeben erneute Ermittlungen, dass möglicherweise ein zweiter Attentäter von vorn auf Kennedy feuerte. Lauerte er eventuell hinter einem Zaun auf der Grasböschung? Ist er vielleicht sogar fotografiert worden? Enthalten die zahlreich vorhandenen Bilddokumente Hinweise auf weitere Täter? Der Historiker Gary Mack will die Vorgänge auf der Dealey Plaza detailgenau rekonstruieren. Statisten nehmen die Positionen der Fotografen zur Tatzeit ein. Am 22. November 1963 befanden sich am Schauplatz etwa 500 Menschen. Ungefähr 30 hatten eine Kamera dabei. 10 davon liefen während jener entscheidenden 45 Sekunden. Was genau haben die Bilder der Kameras festgehalten? Und vielleicht ebenso wichtig, was haben sie nicht festgehalten und warum nicht? Liefern die Fotos und Filmstreifen noch bis heute unentdeckte Informationen? Verraten sie, was tatsächlich auf der Dealey Plaza passierte? Um das Bildmaterial vom Kennedy-Mord bis ins letzte Detail auszuwerten, wird ein Team von ausgewiesenen Fachleuten zusammengestellt. Leiter der Gruppe Gary Mack, Historiker und Spezialist für Attentate. Mark Waggy, Fotograf aus Dallas, der den Platz in der Innenstadt kennt wie kaum ein anderer. Steve McWilliams, Kameramann mit Spezialgebiet Kameratechnik. Und Grafikdesigner Douglas Martin, der Dealey Plaza am Computer digital rekonstruiert. Im Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen und mit Hilfe modernster Technik wollen die Fachleute die letzten Augenblicke im Leben von John F. Kennedy nachzeichnen. Wollen herausfinden, ob tatsächlich ein einzelner Täter den Präsidenten ermordete oder ob der Führer des mächtigsten Landes der Welt Opfer eines Komplotts wurde. Der Tatort, Dealey Plaza. Die Wagenkolonne des Präsidenten fährt einen Umweg durch die kleine städtische Grünanlage. Völlig überrascht stellen die meisten Dallas-Besucher fest, mein Gott, wie klein doch Dealey Plaza ist. Die Interpretation der Örtlichkeit ist der Schlüssel. Wo könnten die Schützen gestanden haben? Woher kamen die Schüsse? Wie passen Fotografie und Augenzeugenberichte zusammen? Noch heute zeigt sich der Platz fast so wie im Jahr 1963. Einige Firmen und Geschäfte haben jedoch gewechselt und im ehemaligen Lagerhaus für Schulbücher sind längst nicht mehr nur Bücher zu finden. Der Raum, aus dem Lee Harvey Oswald geschossen haben soll, ist längst Museum zum Gedenken an die Ermordung des Präsidenten. Viele der Kameras, die Augenzeugen damals im November benutzten, sind dort ausgestellt. Die geplante Rekonstruktion des Tatorts basiert auf den Originalbildern, die Fotografen und Kameraleute während der letzten Augenblicke im Leben John F. Kennedys aufgenommen haben. Wenn wir die Bilder verknüpfen, ergibt sich eine Abfolge von 45 Sekunden, vom Eintreffen der Limousine bis hin zu den Schüssen. Um das Filmmaterial richtig bewerten zu können, müssen die Experten genauen Standort und Blickwinkel der jeweiligen Fotografen kennen. Der Grafikdesigner Douglas Martin setzt eine besondere Digitalkamera ein, die ein nahtloses Rundumpanorama der Dealey Plaza liefert. Aus den so gewonnenen Bilddaten erstellt Martin ein virtuelles, bis auf 30 cm genaues Modell des Platzes. Anschließend versucht er, Position und Blickwinkel jedes Fotografen und Kameramanns exakt zu bestimmen. Zur Unterscheidung habe ich die Gesichtsfelder der Kameras eingefärbt. Fotokameras sind braun, Filmkameras rot. Die Digitalbilder bieten eine ausgezeichnete Basis für die Analyse der Vorgänge. Für eine lückenlose Rekonstruktion reichen sie jedoch nicht aus.
Die Schilderungen der Augenzeugen am Schauplatz, ihre Eindrücke und Erinnerungen von jenem Freitagnachmittag im November bilden wichtige Ergänzungen. Werden Gary Mack und sein Team aus Dutzenden von Aussagen, aus Tonbandprotokollen, Schwarz-Weiß- und Farbfotos sowie Filmschnipseln letztendlich ein stimmiges Bild erstellen können? Aufnahmen aus einem Privatarchiv. Sonntagskleider, tapsige Kleinkinder. Die Tochter auf dem Weg zur Schule. Noch ahnen die Fotografen nicht, was sie als nächstes auf Zelluloid bannen werden. Die Ermordung des Präsidenten. Doch was halten die Aufnahmen tatsächlich fest? Können sie heute, 4 Jahrzehnte später, zur Lösung der Frage beitragen, wer John F. Kennedy erschossen hat? Um Licht ins Dunkel zu bringen, mussten zunächst die Standorte der damals eingesetzten Kameras bestimmt werden. Nur so war nachzuvollziehen, was sie hatten erfassen können und was nicht. Die Spezialisten hoffen, ein noch unentdecktes oder lange übersehenes Detail auszumachen, das endlich Aufklärungen bringen könnte. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie häufig das Ereignis damals fotografiert worden ist. Es gibt so viele verschiedene Perspektiven und damit verbunden so viele Fragen, die diese Bilder ja hoffentlich klären können. Es ist wichtig, die Bevölkerung zu informieren. Der Augenzeuge Robert Hughes befindet sich während des Präsidentenbesuchs auf der Südseite von Dealey Plaza. In der Mittagspause wählt er einen Standort an der Ecke Main Houston Street, um die Parade mit seiner Bell & Howell 8mm Kamera auf Farbfilm zu drehen. Anfangs zeigen seine Bilder wartende Zuschauer. Dann, als die Limousine abbiegt, lässt Hughes seine Kamera für weitere 18 Sekunden laufen. Der mittlere Teil des Films zeigt das Lagerhaus für Schulbücher mit dem Fenster im 6. Stock, hinter dem angeblich der Heckenschütze lauert. Mehrere Zeugen sahen ein Gewehr und Mündungsfeuer. Das hätte Hughes filmen können. Aber da der Präsident für ihn bereits außer Sicht war, stoppte er die Kamera. 5 Sekunden später sollten die Schüsse fallen. Auch Orville Nix filmt auf der Houston Street, ganz in der Nähe von Robert Hughes. Anschließend wechselt er hinüber zur Main Street und filmt aus einiger Entfernung die Wagenkolonne, die auf der Elm Street entlang fährt. Dabei benutzt Orville Nix eine 8mm Kamera der Marke Keystone mit automatischem Zoom. Sein Sohn Orville Nix Jr. kann sich an den Tag genau erinnern. Die Kolonne bog hier in die Houston Street ein und das lieferte ihm für 2 bis 3 Sekunden lang gute Bilder. Wie viele andere Schaulustige auch, sucht sich Orville Nix daraufhin eine neue Position auf der Elm Street, um den Wagen des Präsidenten aus der Nähe zu filmen. Es gab nichts Besonderes bis zu dem Moment, als er einen Schuss hörte. Genau hier. Er wandte sich um und begann zu drehen. Der Film von Orville Nix zeigt den Augenblick des tödlichen Schusses. Im Hintergrund eine Gasböschung. Genau die Stelle, an der angeblich ein zweiter Schütze gestanden haben soll. Mit seiner Detailzeichnung ist der Nix-Film wohl das zweitbeste Material, das den tödlichen Kopfschuss auf Kennedy zeigt. Die Grasböschung ist zum Zeitpunkt der Schüsse deutlich zu sehen. Wäre der Film nur ein wenig heller ausgefallen, ja, dann hätte man erkennen können, ob es einen zweiten Schützen gab oder nicht. Einige Fotografen besaßen Kamerastandpunkte mit hervorragendem Überblick. Elsie Dorman zum Beispiel filmt von dem Lagerhaus aus, in dem der Heckenschütze auf seine Chance lauert. Ihr Arbeitsplatz im 4. Stock liegt nur 2 Fensterreihen vom Standort des Attentäters entfernt. Elsie Dorman dreht das besondere Ereignis auf Wunsch ihrer Familie, obwohl sie im Umgang mit der Kamera ungeübt ist. Ihr Sohn Jim erinnert sich an die Schilderungen seiner Mutter. Sie hielt die Kamera seitlich am Kopf und filmte die Wagenkolonne, als sie die Straße herunterkam, in die Elm Street einbog und in Richtung der Dreifachunterführung fuhr.
LC Dorman schaut beim Drehen nicht durchs Okular. Das Resultat sind ziemlich verwackelte Aufnahmen. Sie hätte nur durch den Sucher filmen müssen, aber das behinderte ihre Sicht und ärgerte sie. Sie konnte nicht das sehen, was sie eigentlich sehen wollte, wenn sie ständig die Kamera vorm Gesicht hatte. Frustriert stellen die Spezialisten fest, dass auch Elsie Dormans Filmmaterial keine neuen Erkenntnisse bringt. Obwohl von einem exponierten Standpunkt aus gedreht, lässt sich auf den zittrigen Bildern kein zweiter Attentäter ausmachen. Die besondere Kameraperspektive hätte für manche der Verschwörungstheorien Beweise liefern oder sie entkräften können. Die Bäume, die heute die Sicht behindern, waren damals weitaus kleiner und die inzwischen berüchtigte Grasböschung vom Lagerhaus aus deutlich zu sehen. Immerhin ist auf dem Dorman-Film die Familie Towner zu erkennen, die ebenfalls auf der Elm Street fotografiert. Jim Towner benutzt einen Fotoapparat, während seine Tochter Tina eine Filmkamera bedient. Tina Towner ist zum Zeitpunkt des Attentats erst 13 Jahre alt. Ihr Vater bittet sie, mit der Familienkamera einer 8mm Sears Tower Verizoom zu filmen, während er selbst mit seiner Yashica 44 Spiegelreflexkamera Dias schießt. Ihr Standort: Elm Street, Ecke Houston Street. Er sagte mir, du musst mitschwenken, die Wagen mit der Kamera verfolgen. Jim Towners Foto entsteht in dem Augenblick, als das Cabrio des Präsidenten von der Houston Street abbiegt. 10 Sekunden vor den Schüssen, die die Welt erschüttern. Vor mir standen eine Menge Leute. Sobald ich jedoch die Kolonne erblickte, schwenkte ich mit dem Wagen des Präsidenten mit. Als ich nur noch ihre Rücken sah, hörte ich auf zu drehen. Der Towner-Film endet ganz kurz vor den Schüssen. Kennedy war außer Sicht. Und damit bricht er ab. Eine, höchstens 2 Sekunden später, der erste Schuss. Auch der 45-jährige Phil Willis verfolgt den Weg der Wagenkolonne entlang der Houston Street. Zunächst schießt er dort mehrere Fotos und anschließend 2 weitere auf der Elm Street. Sein letzter Standpunkt erlaubt einen Blick auf die Grasböschung. Willis benutzt eine Argus Autronic 35mm Kamera. Begleitet wird er von seiner kleinen Tochter Linda. Wir standen gegenüber des Gerichtsgebäudes, als mein Vater zu fotografieren begann. Und auch als die Kolonne in die Houston Street einfuhr, machte er weiter. Als der Wagen dann hier einbog, trat er auf die Straße und schoss von dort eines der letzten Fotos von Kennedy, das ihn lebend zeigt. Der Präsident ist auf dem Dia jedoch kaum zu erkennen. Bedeutsam sind andere Details. Im Hintergrund, jenseits der Staatslimousine, lässt sich deutlich Grassy Knoll, die berüchtigte Grasböschung, ausmachen. Das Quälende an dem Willis-Foto ist, dass irgendwo da im Hintergrund der Täter sein muss, wenn es ihn denn gegeben hat. Man kann das Foto immer wieder betrachten und darauf etwas sehen oder auch nicht. Er war so dicht dran. Die Aufnahmen einer weiteren Amateurfilmerin könnten aber Beweise für die Existenz des ominösen zweiten Schützen liefern. Auch Mary Muchmore steht zunächst auf der Houston Street, wechselt jedoch anschließend die Seite, um die Elm Street ins Blickfeld zu bekommen. Ebenso wie Orville Nix benutzt sie eine Keystone 8mm Kamera. Zuerst filmt sie die Vorbeifahrt des Präsidenten auf der Houston Street und läuft dann quer über den Bürgersteig, um das Geschehen auf der Elm Street zu drehen. Aus einer anderen Perspektive als die bisher untersuchten Aufnahmen dokumentieren die folgenden 3 Sekunden Material den tödlichen Schuss. Gleichzeitig hält die Augenzeugin eine weitere Person auf Zelluloid fest, die fotografiert. Die Identität der Frau konnten die Ermittler bis heute nicht klären.
Die Gestalt, wegen ihres Kopftuchs von den Forschern Babushka Lady genannt, hält, deutlich zu erkennen, während der Schüsse eine Kamera vor Augen. Seit dem Tag des Attentats ist die Frau verschollen und mit ihr das Filmmaterial, was die Verschwörungstheorien bis heute beflügelt. Hätten ihre Aufnahmen Licht ins Dunkel bringen können? Zum selben Zeitpunkt war noch jemand mit einer Kamera unterwegs. Ganz nah am Präsidentenwagen. Am Rande der Elm Street wartet die damals 31-jährige Mary Ann Moorman auf den richtigen Moment für ein Foto. Mit ihrer Polaroid-Land-Kamera, schussbereit in der Hand, hat sie ihren Standort so gewählt, dass die Wagenkolonne genau zwischen ihr und der Grasböschung vorbeifahren würde. Der Wagen kam auf uns zu. Die Polaroid ist ja etwas schwerfällig zu handhaben. Ich trat also an den Rinnstein. Und eine Freundin rief: Herr Präsident, bitte schauen Sie hierher. Ich drückte auf den Auslöser. Zur gleichen Zeit muss ihn die Kugel getroffen haben, was ich aber nicht mitbekam. Allerdings habe ich ein Geräusch gehört. Aufgenommen aus einer Entfernung von knapp 5 Metern, dokumentiert das Foto exakt den Augenblick des Todes von John F. Kennedy. Um mich herum sah ich Leute weglaufen oder zu Boden gehen. Und da wusste ich, etwas Schlimmes war geschehen. Das Polaroid-Foto liefert die deutlichste Ansicht von der Grasböschung zum Zeitpunkt des tödlichen Schusses. Der Standort von Mary Ann Moorman erlaubte nicht nur eine gute Sicht aufs Grassy Knoll, sondern auch auf das Lagerhaus für Schulbücher. Hätte sie, statt auf den herannahenden Präsidenten zu warten, eher auf den Auslöser gedrückt, wäre vielleicht ein Foto des Attentäters im 6. Stock oder des feuernden Gewehrs entstanden. Kann das außergewöhnliche Bild dennoch zur Aufklärung beitragen? Die Spezialisten um Gary Mack entschließen sich, das Foto am Originalschauplatz exakt nachzustellen, um eventuell noch unentdeckte Details aufzuspüren und die alles entscheidende Frage zu beantworten. Hat Lee Harvey Oswald aus dem Fenster des Lagerhauses den tödlichen Schuss über eine Entfernung von mehr als 80 Metern abgegeben? So wie es die Warren-Kommission behauptete? Oder verbarg sich an jener Grasböschung ein zweiter Schütze? Oder gab es gar einen Komplott? Wie es die zweite Untersuchungskommission wissen wollte? Vom entscheidenden Moment existiert nur ein einziges Foto, das von Mary Ann Moorman. Grasböschung und Zaun sind deutlich zu sehen, jedoch kein zweiter Attentäter. Reicht das als Beweis dafür, dass es ihn nicht gab? Daniel Martinez und Gary Mack untersuchen eine Kopie des Bildes aus den FBI-Akten, die ihnen im Rahmen des Gesetzes zur Informationsfreiheit ausgehändigt wurde. Die Aussagekraft des Polaroid-Fotos ist bis heute heiß umstritten. Um Details des Hintergrunds zu erkennen, müssen sie den 6,5 cm großen Papierabzug extrem vergrößern. Fänden Sie darauf eine Person, die sich an der Grasböschung verbirgt, hätten Sie ein Indiz dafür, dass Oswald kein Einzeltäter war. Wie aber könnte ein zweiter Schütze, mit der betagten Sofortbildkamera fotografiert, ausgesehen haben? Und suchen Sie überhaupt an der richtigen Stelle? Am Originalschauplatz wollen Daniel Martinez und Mark Waggy Mary Ann Moormans Foto möglichst exakt nachstellen. Die Wetterlage gleicht der jenes Novembertages im Jahr 1963. Drei Statisten nehmen die Positionen der Zuschauer von damals ein. Hinter dem Zaun geht ein weiterer Mann in Deckung, der einen möglichen zweiten Schützen simuliert. Zunächst schießt Waggy einige Aufnahmen mit dem Kameramodell, das auch Mary Ann Moorman vor gut 40 Jahren benutzte. Um einen Vergleich anstellen zu können, was mit einer besseren Kamera möglich gewesen wäre, macht er anschließend noch Aufnahmen mit einer 35mm Kamera und Fotomaterial, das dem damaligen Stand der Technik entspricht. Nach Entwickeln der Negative untersucht Waggy die Bilder genau, zunächst das nachgestellte Polaroid-Foto.
Beim Betrachten von Negativ und Abzug erlebt der Fotograf eine Überraschung. Selbst im Originalformat, also nicht nachträglich vergrößert, erweist sich das neue Foto im Unterschied zu Moormans Bild als unstrittig. Er kann deutlich die Silhouette des hinter dem Zaun platzierten Mannes erkennen. Im Original dagegen ist kein menschlicher Schattenriss zu entdecken. Resultat der schlechten Qualität des Moorman-Fotos oder Beweis dafür, dass es gar keinen zweiten Schützen gegeben hat? 1963 waren weder die Polaroid-Kamera noch der darin verwendete Film in der Lage, gestochen scharfe Bilder zu liefern. Es handelt sich um ein Papierbild, ohne Negativ, von einem 3000 ASA-Film. Da sind riesige Silberbrocken in der Schicht. Außerdem wurde es mit kleinster Blende und großer Tiefenschärfe aufgenommen. Das geht auf Kosten der Auflösung. Und deshalb sind die Bilder nicht besonders scharf. Ich bin daher nicht der Meinung, dass wir bestimmte Theorien aufgrund dieses Fotos verwerfen können. Es lässt einfach nicht erkennen, was da am Zaun passierte. Und das wird wohl immer so bleiben. Hätte Marianne Moorman eine bessere Kamera benutzt, wäre dann ein anderes Ergebnis herausgekommen? Hätte sie eines der ungelösten Geheimnisse in der amerikanischen Geschichte aufklären können? Mit den Bildern aus einer 35mm Kamera wäre es meiner Meinung nach zwar nicht gelungen, eine versteckte Person zu identifizieren, aber zumindest hätte man da einen Menschen erkennen können. So wie unseren Mann hier, der eine Wollmütze trägt. Hätte sie eine gute Kamera mit gutem Film benutzt, könnten wir das Rätsel lösen. Oder es hätte sich erst gar nicht gestellt. Eine zusätzliche Frage drängt sich auf. Wäre ein professionelles Killerkommando das Risiko eingegangen, von einer der vielen Kameras erfasst zu werden? Wenn es Profis waren, dann wussten sie, wie man das macht und wo man sich versteckt. Natürlich gingen sie ein Risiko ein, aber das war ihr Job und sie erledigten ihn mit Erfolg. Das Untersuchungsteam gibt noch nicht auf. Als nächstes soll der Film von Orville Nix analysiert werden. Das dreidimensionale Computermodell kann seinen damaligen Kamerawinkel präzise nachbilden und beweisen, dass er freie Sicht aufs Grassy Knoll besaß. 40 Jahre später dreht Kameramann Steve McWilliams den Film von exakt derselben Position nach. Er versucht, dem Original so nah wie möglich zu kommen, will herausfinden, was damals mit der Kamera von Nix aufnahmetechnisch möglich gewesen wäre. Doch Orville Nix begeht an jenem Tag einen Fehler. Er benutzt Kunstlichtfilm unter Tageslichtbedingungen und vergisst dabei den entsprechenden Korrekturfilter. Das Ergebnis? Schwarz verschattete Filmbilder ohne irgendeine Detailzeichnung auf der Grasböschung. Wüssten die Ermittler heute mehr, wären Filmmaterial und Kameraeinstellungen korrekt gewesen? Wieder wird der vermeintliche Schütze auf der Grasböschung platziert und anschließend der Nix-Film mit einer zeitgenössischen 8mm Kamera, jedoch den richtigen Werten nachgedreht. Im Kopierwerk stehen den Fotografen heute weitaus fortschrittlichere Techniken zur Verfügung als ihren Kollegen 1963. Sie können ihr Material nicht nur entwickeln und vergrößern, sondern nachträglich unterbelichtete Passagen elektronisch aufhellen. Werden Sie auf dem richtig belichteten Film jetzt mehr sehen können? Details in den Schattenzonen der Grasböschung erkennen, die dem Original fehlen? Durch starkes Überbelichten der dunklen Bereiche stoßen sie plötzlich auf Feinheiten, die ihnen bisher verborgen geblieben waren. Am Zaun scheint eine Person zu stehen. Doch selbst Steve McWilliams, der den Film gedreht hat, ist sich nicht sicher, handelt es sich wirklich um einen Menschen oder lediglich um ein Schattengebilde. Auch bei Einsatz modernster Technik bleiben die Aufnahmen zweideutig, können keine Indizien zur Aufklärung des Kennedy-Mordes liefern.
Als Beweis taugen die Bilder nur dann, wenn Personen darauf zu sehen und als solche zweifelsfrei zu identifizieren sind. Ansonsten werden die Verschwörungstheoretiker weiterhin behaupten, der Schütze habe gut getarnt irgendwo hinter dem Zaun gestanden. Obwohl Nix den Film ohne Korrekturfilter benutzte, können die Spezialisten auf dem Streifen ein bemerkenswertes Detail ausmachen. In den Schattenzonen entdecken sie einen Mann, daneben eine Frau. Beide tragen dunkle Kleidung, doch Gesichter und Hände sind deutlich zu erkennen. Es gab nämlich doch noch jemanden, der mit seiner Filmkamera umzugehen verstand und sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort befand. Sein Name: Abraham Zapruder. Die Bilder des Geschäftsmannes, der dort mit seiner Sekretärin die triumphale Vorbeifahrt des Präsidenten erleben wollte, dokumentieren den Ablauf der erschütternden Ereignisse in einer Qualität, die allen anderen Aufnahmen fehlt. Abraham Zapruder arbeitete im Doltex-Gebäude gegenüber dem Lagerhaus für Schulbücher. Um gute Bilder des von ihm verehrten Präsidenten einzufangen, hatte er sich zuvor auf der Dealey Plaza genau umgesehen und einen erhöhten Standort auf der Grasböschung gewählt. Selbst wenn du heute dort nach einem besseren Platz suchen würdest, würdest du keinen finden. Der war perfekt, mit Feiersicht. Zapruder war gut vorbereitet. Der Schmalfilmer benutzte damals eine Bell & Howell 8mm Kamera, geladen mit einem Kodachrom 2-Film. Auf dem Foto von Phil Willis ist er zusammen mit seiner Sekretärin zu sehen, die ihn stützt, während sie auf dem Mauervorsprung stehen. Zaprudas Filmaufnahmen dauern 26 Sekunden, die einzigen, die den gesamten Hergang des Anschlags in einer durchgehenden Sequenz dokumentieren. I had a shot. Ich hörte einen Schuss und er sackte zur Seite. Dann noch einen oder zwei Schüsse. Ich weiß nicht mehr so genau. Ich sah, wie sein Kopf platzte, mit Blut und allem. Ich drehte weiter. Zapruder brachte seinen Film in ein Labor in der Nähe des Flughafens. Einer der dort angestellten Mitarbeiter erinnert sich noch genau an die Bilder. Die meisten Leute im Raum waren einfach erschüttert. Du hörtest, wie sie tief Luft holten oder schluchzten. Rufe wie: Schau dir das an. Und in dem Moment, als Kennedys Kopf förmlich explodierte, hielten alle nur noch den Atem an. Der Zapruder-Film liefert das noch fehlende Teil des Puzzles. Die Spezialisten können jetzt jede Sekunde der Ereignisse auf der Dealey Plaza in genauer Chronologie fotografisch dokumentieren. Der Präsident erreicht Dealey Plaza. Die Zuschauerzahl nimmt ab. Und da hinten im blauen Rock sieht man Tina Towner mit ihren Eltern warten. Zaprudas Kamera läuft, weil er nichts verpassen will. Er dreht das erste Auto, als könnte da schon der Präsident drin sitzen. Und man sieht Willis auf der Straße stehen und fotografieren, genau da. Als die Motorräder näher kommen, gibt Willis den Weg frei und zieht die Kamera auf, um bereit zu sein. Das war, wie er sagte, eine Reaktion auf den ersten Schuss, der ihn zusammenschrecken ließ. Das nächste Foto nimmt er ziemlich genau an dieser Stelle auf. Der Wagen fährt weiter und da fotografiert die Babushka-Lady. Aber es scheint nicht recht klar, was auf ihrem Film drauf sein könnte, da der Kopf des vor ihr stehenden Mannes ihre Sicht blockiert. Jetzt sieht man Jean Hill und Mary Ann Moorman mit ihrer Polaroid-Kamera. Moorman kann Kennedy nicht gut sehen, da Jackie ihr die Sicht versperrt. Dann wird ihr Blickfeld frei. Sie will gerade auf den Auslöser drücken. Da fällt der tödliche Schuss. Wenig später sieht man zwei Personen, die mir vorher nie aufgefallen sind. Die rennen Richtung Osten weg. Sekunden zuvor befanden sie sich noch im Schussfeld, zumindest vom Lagerhaus aus gesehen. Jetzt flüchten sie aus der Gefahrenzone.
Jetzt rast die Limousine weg in Richtung Unterführung und Zapruders Film bricht ab. Der 26 Sekunden lange Filmstreifen konnte bisher unbekannte Details enthüllen. Der ominöse Zaun jedoch, hinter dem manche einen zweiten Schützen vermutet haben, ist auf dem Zapruder-Film nicht zu sehen. Ein paar Zentimeter weiter geschwenkt und er hätte den Zaun drin gehabt und damit möglicherweise die Geschichte gewendet. Mit dem erschütternden Filmdokument als Schlussstein lassen sich jene Schicksalsmomente zusammenfügen, die am 22. November 1963 um 12.30 Uhr mit der Einfahrt des Präsidenten auf der Dealey Plaza ihren Anfang nahmen. Die Fahrt dauerte nur 45 Sekunden. Faktisch jede einzelne Sekunde ist fotografisch dokumentiert. Nachdem sämtliches verfügbare Film- und Fotomaterial in das dreidimensionale Modell eingearbeitet ist, bietet sich Gary Mack und seinem Team die einzigartige Chance, die Zeit per Computer zurückzudrehen und herauszufinden, was wirklich geschah. Die Rekonstruktion der Ereignisse bestätigt bereits Bekanntes. Der größte Teil der Dealey Plaza wurde tatsächlich während der entscheidenden 45 Sekunden bildlich abgedeckt. Allerdings sind genau die zwei Stellen, von denen die tödlichen Schüsse hätten kommen können, fotografisch nicht ausreichend dokumentiert. Die Grasböschung blieb ausgespart, entweder weil der Kameraschwenk nicht weit genug ging oder das Foto zu undeutlich war. Das Fenster im sechsten Stock wurde zwar fotografiert, aber nicht zum Zeitpunkt der Schüsse. Darüber hinaus gibt es einige wenige Bereiche, die gar nicht durch das Bildmosaik abgedeckt wurden. Das Doltex-Gebäude. Die Fenster auf der Westseite des Lagerhauses für Schulbücher. Und die oberen Stockwerke des Gebäudes, in dem das Kreisarchiv untergebracht war. Überall dort hätte ein Heckenschütze freie Sicht gehabt. Aus welcher Richtung auch immer die Kugeln abgefeuert wurden, der tödliche Schuss ist auf Film festgehalten. Die dazugehörigen Bilder sprechen eine grausame Sprache. Es war gemeiner Mord am Oberhaupt der Nation. Du musst für dich im Kopf ausblenden, was wirklich geschah. Sonst fragst du dich ständig, was für einen Sinn unsere Arbeit hat. Der Ablauf der Tragödie in genauer chronologischer Folge. Um exakt 12.30 Uhr biegt der Wagen mit John Fitzgerald Kennedy in die Dealey Plaza ein. Sowohl das Foto von Phil Willis als auch der Muchmore-Film zeigen einen strahlenden Präsidenten, bejubelt von den Zuschauern auf den Bürgersteigen. Die verwackelten Aufnahmen der Elsie Dorman, aufgenommen vom vierten Stock des Lagerhauses, lassen noch nicht erahnen, was sich später ereignen wird. Der Wagen fährt um die Kurve. Dort fotografieren und filmen Vater und Tochter Towner. Die Kolonne nähert sich der Grasböschung. Abraham Zapruder startet seine Kamera. Augenblicke später ist klar, dass er die letzten Sekunden im Leben des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten gedreht hat. In weniger als einer Dreiviertelminute werden die Träume einer Nation zerstört, die mit ihrem jungen Präsidenten in eine verheißungsvolle Zukunft starten wollte. Bei herrlichem Herbstwetter waren die Menschen mit ihren Kameras auf die Dealey Plaza gezogen, um den Hoffnungsträger eines ganzen Landes zu fotografieren. Stattdessen wurden sie Zeugen einer Tragödie. Die Bilder vom Kennedy-Mord sind eine zweischneidige Sache. Einerseits tragen sie zur Klärung bei, andererseits werfen sie immer neue Fragen auf. Auf mich wirkt das Ganze wie ein Puzzle. Die Einzelteile ergeben keine Klarheit. Setzt man jedoch genug Elemente zusammen, wird sich zumindest ein vages Bild ergeben. Das wird sicher auch mit diesem Fall irgendwann so sein.
Die Vielzahl der Bilddokumente jenes Tages liefert kein eindeutiges Ergebnis, lässt jedoch einen Schluss zu. Gab es tatsächlich mehrere Schützen, führten sie ihre Tat nicht nur perfekt aus, sondern hatten zudem noch unverschämtes Glück. Denn bis heute ist kein Bild aufgetaucht, auf dem die Attentäter zu sehen sind. Vielleicht existiert irgendwo noch eine alte Truhe mit Filmen oder Fotos, die das letzte Rätsel lösen helfen. Bis dahin aber gelten die Bilder als Vermächtnis und Gedenken an eine Zeit, in der sich ein Präsident im offenen Wagen ohne Argwohn durch helle Straßen fahren ließ. Die Bilder des Anschlags sind von Bedeutung, weil sie uns wie in einer Zeitkapsel an jenen Tag im November 1963 zurückversetzen. Bloß anhalten können wir den Film nicht. Und das macht uns zu Zeugen eines grausigen und hinterhältigen Verbrechens an einem Staatsmann, das uns bis heute nicht loslässt. Eines Mordes, der vielleicht nie aufgeklärt werden kann.